Herzlich willkommen zur dritten Folge vom literarischen Sommerinterview in Bonn-Duisdorf, muss man ja immer noch betonen, ne? Denn wir sind ja hier direkt am Hartberg, wo das Verteidigungsministerium ist, also wir sind gut beschützt hier. Und ja, wir haben wieder ein sehr, sehr spannendes Werk vor uns, Die braune Pest von Frank Arnau. Neben mir sitzt der Verleger Adrian Jesinghaus, der das herausgegeben hat in seinem Verlag, und Paul Remmel ist auch wieder dabei, der Verleger. Und Paul, machst du wieder die Einführung? Ich kann das versuchen, weil ich im Prinzip, wenn ich so sagen darf, dem Kollegen ganz herzlich gratuliere, weil ich schon die Entstehungsweise des Buches sensationell finde. Also ich glaube, das ist etwas, wonach sich jeder Verleger sehnt, dass er so eine Perle findet und dann auch noch heben kann. Absolut. Ich denke, wir kommen da noch später drauf. Genau, das ist ja eine detektivische Geschichte. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir zuerst sozusagen, bevor wir zum eigentlichen Autor und zum Buch kommen, kurz was zu dir erzählen. Also wer bist du? Warum gibt es den Verlag? Das kann ich gerne machen. Also ich habe sieben Jahren mittlerweile in Antwerpen gelebt und gearbeitet. Ich war dort im Management eines Chemieunternehmens und habe sehr intensive Berührungen mit dem Diamantenmarkt bekommen. Das hat mich eigentlich dazu gebracht, einen Roman über den Diamantenhandel zu schreiben. Einen aber sehr authentischen Roman, der eine tiefe Einsicht in das Diamantengeschäft, in den internationalen, globalen Diamantenhandel gibt. Dieses Buch habe ich auf eine bestimmte Art und Weise geschrieben und es auch nachvollziehbar, belegbar gemacht. Das war mir sehr wichtig, weil mir das bei Büchern fehlt. Ich habe keinen Verlag gefunden, der diese Form der Präsentation des Buches gut fand. Dann sagten sie, na, das akzeptiert der Leser nicht. Und dann habe ich gesagt, na, das akzeptiere ich jetzt nicht. Ich mache das und ich muss Gott sei Dank damit jetzt kein Geld verdienen. Und habe gesagt, dann mache ich einen eigenen Verlag und bringe das so raus, wie ich es haben möchte. Und so ist der Verlag entstanden. Der Klingen Verlag. Und Klingen Verlag, ist ja logisch, ist in Solingen. Richtig, genau. Deshalb auch der Name als kleine Ode an die Klingenstadt. Ja, und wenn man dann überlegt, also gut, dann kann man sagen, du bist auch Autor. Sagst du ganz kurz, bevor wir zu dem Buch, weswegen wir uns treffen, zu dem, was du dann geschrieben hast aus eigener Feder, nur ganz kurz? Ja, gerne. Also das war im Prinzip die Erfahrung, die ich machte, viele Gespräche, die ich geführt habe mit Leuten, die ich kennengelernt habe aus diesem Bereich. Ich habe in dem Hotel gelebt, im Diamantencentral, wo die ganzen Händler, die Funktionäre, Politiker ein- und ausgingen. Und das waren insgesamt 5 Jahre und da lernst du natürlich die Leute, die immer wieder kommen, näher kennen. Und irgendwann sitzt du mit denen auch mal an der Bar und trinkst ein Bier, auch mal ein Bier zu viel. Aus und Südafrika und richtig. So. Richtig. Ne? Sierra Leone, wie man sich's vorstellt. Israel. Und zum Teil sind das ja persönliche Beziehungen geworden über Zeit, fast Freundschaften auf Zeit. Und ich habe sehr viele, sehr persönliche Einblicke bekommen, die mich erschüttert haben. Und ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, weil ich einfach gesagt habe, das kann einfach nicht so sein, das darf nicht so sein. Doch vieles war einfach so. Und da saß ich irgendwann mal im Urlaub mit der Familie zusammen und habe diese ganzen Notizen aufgeschlagen in einer Klatte, die so mittlerweile 50, 60 Seiten hatte. Und es war irgendwie wie so ein Blitz. Ich hatte nicht die Idee, da irgendwie ein Buch drüber zu schreiben. Aber dann kam der Gedanke, man, da wird eine Geschichte draus. Da ist eine Story drin. Und damit kann man eigentlich dieses ganze Business fantastisch darstellen. Man kann alle Facetten einbringen, wenn man es irgendwie schafft, so einen Handlungsstrang da so zu verkleben mit der wahren Welt. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, zumindest von den Einzelnen, die ich das Buch gelesen habe, kam sehr gutes Feedback. Und so entstand dieses Buch und das war die Initialzündung für den Verlag. Möchtest du selber sagen, wie es heißt, damit wir das auch noch haben? Adamas, der Unbezwingbare. Und Adamas ist griechisch und heißt unbezwingbar und bildet tatsächlich den Wortstamm für den Diamanten. Und im Prinzip habe ich, du kannst sofort loslegen, Gunnar, damit haben wir ja eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dem anderen Protagonisten, weil also ich würde behaupten, nach all dem, was ich über ihn gelesen habe, über Frank Arnau, dass man auch da sagen kann, er war schon ein großes Stück auch unbezwingbar. Absolut, absolut.
Und wir werden sicherlich heute Abend viel über Arnau selber sprechen. Das kann man nur unterstreichen. Ja, ja, eine schillernde Persönlichkeit auch, ne? Der ja nun auch mit vielen wichtigen Gestalten zusammengetroffen ist. Ne? Von Willy Brandt über Kurt Schumacher. Also es ist ganz erstaunlich, was da mal in seiner Biografie so alles vorgekommen ist. In unterschiedlichsten Lebensphasen. Natürlich auch wirklich ein richtig interessanter Zeitzeuge für die unterschiedlichen Epochen. Ja, ja, sicherlich. Und er ist jemand gewesen, der eigentlich immer auf einer gesellschaftlichen Ebene unterwegs war, wo er weitreichende Kontakte aufbauen konnte. Und er kommt ja aus einem Elternhaus, was eben auch so aufgestellt war, dass es eine offene Plattform war für Leute aus Kunst, Politik, Wirtschaft. Und dadurch hat sich sicherlich für ihn diese Möglichkeit ergeben. Kurz nur eine Frage, die jetzt Klaus Janowitz gerade gestellt hat. Ist das eine virtuelle Fototapete? Natürlich nicht, Klaus. Es ist ein Greenscreen. Ja. Und im Hintergrund sieht man das Mesdorfer Feld in Bonn-Duisdorf. So schön ist es nämlich hier. Ja. Genau. Dann haben wir das auch geklärt. Das nur nebenbei. Ja, ja. Und vielleicht nur, weil wir jetzt den Namen schon gehört haben und diese einleitenden Informationen, kannst du mal ganz kurz sagen, wer Frank Arnau war? Weil, also ich sage es ganz ehrlich, man liest viel, aber man kennt ja eben nicht alle. Und ich kannte ihn überhaupt nicht. Und für die, denen es draußen genauso geht. Also ich kannte den auch nicht. Also es ist so, heutzutage ist Frank Arnau leider eine unbekannte Person. Das war vor, ich sag mal, fast 100 Jahren gänzlich anders. Frank Arnau ist ein Schriftsteller, der 100 Bücher geschrieben hat, gut 100 Bücher, die in 14 Sprachen übersetzt worden sind. In 14 Sprachen, wenn man das weiß von Autoren, das ist eine Hausnummer. Seine Werke liegen in einer Millionenauflage. Insgesamt sind es rund 3,5 Millionen gewesen, die insgesamt von seinen Büchern aufgelegt worden sind. Und Bücher von ihm sind auch verfilmt worden, von der UFA, vor dem Krieg. Also selbst damals war er schon so bekannt, dass Werke von ihm im Kino erschienen sind. Und abgesehen von seiner Autorentätigkeit war er ein sehr erfolgreicher Journalist, der für viele Zeitungen geschrieben hat und von seiner Ausrichtung immer ein, ich sag mal, ein, mehr auf der sozialen Seite war. Und gleichzeitig war er Industrieberater, Großindustrieberater und saß den Vorständen von Daimler-Benz, von BMW, von der Lufthansa, von der Dresdner Bank auf dem Schoß. Heute würde man sagen Managementberater. Absolut, ja. Und ich glaube, das gab ihm diese außergewöhnliche Plattform, so weitreichend agieren zu können. Und dazu hat er eben auch noch die Kompetenz und Kapazität irgendwo gefunden, das zu leisten. Ja. Und wenn man über Autoren spricht, kann man sich sozusagen stundenlang, wenn ein etwas üppigeres Werk vorliegt, im Werk ergehen. Aber hier bei dem Buch, finde ich, ist eben diese, das Finden und dann das Bearbeiten, das ist eigentlich das ganz Spannende. Du schreibst selber, dass, also das jetzt literarisch nicht unbedingt sein größter Wurf war oder auch im Verhältnis zu anderen, aber eben diese Prophetie des Themas, wozu wir gleich vielleicht noch was sagen können, aber wenn du vielleicht noch ganz kurz so aufrollst, wie es zu der Idee, dem Finden, dem Werden kam. Ja, also dieses Buch hat mehrere Väter und Mütter, wenn man so will. Frank Arnau ist natürlich als der Autor, der kreative Kopf, der dir diesen Text überhaupt erstmal ins Leben gerufen hat. Dann war es natürlich das Auffinden des Werkes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt an der Stelle schon mal ausholen soll. Der Text ist geschrieben worden von Frank Arnau auf der Flucht. Er musste als eben eher linksorientierter, sehr demokratisch orientierter Schriftsteller sehr früh raus aus dem Dritten Reich. Er war mit auf der ersten Ausbürgerungsliste, wo die großen Schriftsteller, die Manns und andere drauf waren, Brecht und. Ihr wisst das ja alles. Und er ist dann sehr schnell über die niederländische Grenze geflohen, hat dann die Familie nach Mallorca zunächst gebracht, selber viel in Paris agiert. Und auf dieser Flucht ist dieser Text entstanden. Und
Das macht es, obwohl er literarisch nicht hochwertig geschrieben ist, muss man eben diese Fluchtsituation bedenken. Und das Schöne ist, du findest es authentisch wieder. Ja, diesen Wunsch, möglichst viel authentische Information reinzupacken, aber die Bewusstsein, das auch schnell machen zu müssen und nicht Zeit darauf zu verschwenden, den Text brillieren zu lassen, sondern hier brillieren andere Dinge. Dieser Text ist dann in einer Zeitung erschienen im Saarland, in einer SPD-Zeitung. Frank Arnau hatte durch seine Kontakte, eben politische Kontakte, auch gute Kontakte ins Saarland, was zu der Zeit von Arnaus Flucht noch frei war. Es war noch nicht Teil des Dritten Reiches, sondern es war vor dieser sogenannten Saar-Abstimmung. Und er kannte den SPD-Vorsitzenden sehr gut. Max Braun hatte gute Kontakte dorthin und hat sofort die Vereinbarung treffen können, diesen Roman so schnell wie möglich als Fortsetzungsroman in dem SPD-Organ des Saarlandes veröffentlichen zu lassen. Und eigentlich ist, habe ich dann überlegt, die Zeitung als Medium ja wirklich fast mit das Schnellste, was man überhaupt haben kann, um damals etwas zu veröffentlichen. Und es ist letztendlich nicht so schnell vom Markt nehmbar wie jetzt ein Titel im Buch. Also unter Umständen hat er da schon das Medium gewählt, was eben auch seinem Anspruch sehr nahe kam. Also ich würde sagen, das war jetzt nicht ein Entweder-Oder, denn Arnau hatte schon den festen Plan und das war in Vorbereitung, auch das Buch selber herauszubringen. Nur wie du sagtest, die Zeitung war halt schneller, das war der erste Schuss, der landen konnte und im Nachhinein war das Gold richtig. Hätte er auf das Buch gewartet, wäre es komplett weg. Ja. Natürlich auch mit einer anderen politischen Wirkung. Die genau. Wirkung war ja so groß, dass natürlich dann die Nationalsozialisten sofort auch reagiert haben und die Gefährlichkeit erkannt haben, welche Durchschlagkraft man hat, wenn man halt in der Tageszeitung publiziert, in der Form. Präzise, was natürlich letztendlich zum Tod der Tageszeitung geführt hat, aber absolut, und es war wichtig, das rauszubringen. Und jetzt war dieses Werk eben in der Tageszeitung gewesen, 85 Folgen. Es war also nicht nur eine Zeitung, du hättest nicht nur eine Zeitung bergen können und selbst den Text gehabt. 85 Folgen könnte man heute gar nicht mehr machen. 85 Folgen, ja. Und das war dann vom März bis zum Juni 1934. Und dann war das Ding weg. Saarabstimmung Anfang 35, Saarland fiel ans Dritte Reich. Die SPD wurde kaltgestellt, die Zeitschrift wurde eingestellt, die Dokumente und die Bücher und Zeitungen wurden, soweit man sehr habhaft werden konnte, vernichtet. Damit war der Text weg. Arnau selber hat 1976 in der Biografie gehasst, selber wörtlich geschrieben, das Manuskript ist verschollen, ich weiß nicht, wo der Text ist. Ja, man stellt sich das so easy vor heute, ne? Dass man sagt, ja, ist auch alles archivierbar etc. Aber da war es halt so, wenn man dann halt irgendwie Bestände vernichtet hat, Archive vernichtet hat, dann war da wirklich nichts mehr da. Da war nichts mehr vorhanden. Absolut. Und dazu kommt eben auch diese Fluchtbedingung, wo du nicht alles gewissenhaft mitnehmen kannst und du dich sicherlich entscheidest. Und hier sicherlich auch der Gedanke von Arnau, das Leben geht weiter, ich arbeite sowieso im Ausland gegen das Regime mit. Es war ja ein ganzes Kollektiv an Menschen, die sich gefunden haben, intellektuelle Schriftsteller, Politiker etc., die gemeinsam gearbeitet haben, viele von Paris aus. Und das ist das, wo Arnau sich dann darauf konzentriert hat. Dann ist er später, als der Zweite Weltkrieg vor der Haustüre stand, nach Brasilien ausgewandert. Und ich glaube, damit war für ihn das Thema die braune Pest, außer dass er wusste, dass er sie geschrieben hat, vom Tisch. Riesensprung. Dann kommt Hans-Christian Napp ins Spiel. Das wollte ich doch sagen, das Kriminalistische jetzt. Genau, und er in einen Kommissar, einen Kriminalkommissar, der sich eigentlich in Arnaus Hauptschaffen verliebt hat, nämlich die Kriminalromane. Und Arnau war, das kann man heutzutage auch bei Literaturwissenschaftlern nachlesen, so ein Mitbegründer des modernen deutschen Krimis. Und Hans-Christian Napp hat die Bücher verschlungen. Er fing an, sich immer mehr für Arnau zu interessieren und hat die Tiefe des Autors gesehen und die Substanz und diesen Hang zur Authentizität und zur Wahrheit, auch wenn er manchmal falsch lag.
das passiert. Aber von der Grundhaltung immer versuchen, Dinge aufzudecken, Wahrheiten aufzulegen. Und das passte natürlich in die Mentalität des Kriminalisten. Und im Laufe der Zeit wurde Hans-Christian Napp wirklich zu einem Arnau-Spezialisten. Und da sammelte alles an Veröffentlichungen, Dokumente, Bücher, der handhaben konnte. Und ein Buch konnte er einfach nicht kriegen. Die Braune Pest, von dem ja bekannt war, eben auch aus Gestapo-Unterlagen, dass es das Werk gab. Und er hat Jahre, Jahrzehnte, kann man sagen, darauf verwendet, diese Perle zu jagen. Und ich glaube, er hat, so wie er es mir erzählt hat, wir haben viel darüber gesprochen und diskutiert und hat auch Punkte gehabt, wo er, ich glaube, schon recht frustriert war auf der Suche. Aber der Haudegen, der Kriminalist, hat nicht nachgegeben. Und irgendwann hat er den Treffer gelandet und ist im Stadtarchiv Homburg, Saar, fündig geworden. Und hat auch die Jahrgänge der Zeitung, oder? Genau, also zunächst mal wurde es klar, das war die Volksstimme musste man finden, Volksstimme-Exemplare konnte man finden im Homburger Archiv. Er hatte viele Archive auch im Saarland angeschrieben und angerufen und dann kam keine Rückmeldung. Also es schien nicht funktionieren zu wollen, aber Homburg hat sich gemeldet. Die Stadtarchivarin Carina Kloß hat ihn dann eingeladen nach Homburg. Er ist hingefahren und hat diese ganze Pracht heben können. Und hat dann festgestellt, oh Wunder, die sind alle da. Die sind sogar zufälligerweise dieses halbe Jahr Volksstimme alle zusammen in einem Archivband drin. Ja, cool. Und das war natürlich super. Und dann ist er hingegangen und hat die alle abgelichtet und hat daraus im Prinzip das Manuskript gesogen und hat gesagt, das möchte ich gerne veröffentlichen. Das ist so ein wertvoller Text von der Substanz her. Das muss raus, das, auch wenn das eben Jahrzehnte später ist, aber sollte als Buch veröffentlicht werden. Und wie seid ihr beide zueinander gekommen? Das ist jetzt Zufall, deswegen war es ganz gut, einleitend die Vorgeschichte zu meinem Buch. Ich habe eine mittlerweile liebe Freundin gewonnen, eine Verlegerin, Editha Koch, die Exilliteratur verlegt, aber wissenschaftliche Texte, ein Journal herausbringt, das zweimal im Jahr erscheint, mit wirklich hochinteressanten wissenschaftlichen Texten. Sie ist sehr dekoriert in dem Bereich und anerkannt und hat mir auch freundlicherweise auch in meinem ersten Buch immer mitgeholfen und Anschiebe gegeben. Also ein schon enges Verhältnis. Und eines Tages kam sie auf mich zu und sagte, Adrian, du hast doch jetzt diesen Verlag gegründet. Hättest du nicht Interesse, auch noch ein anderes Buch rauszubringen? Wie wäre das, wenn was anderes Interessantes kommt? Sag ich, ja, warum nicht? Ja, die Mechanik ist da, das kann man jetzt alles machen. Und sie sagte, weil ich habe jetzt ein Manuskript angeboten bekommen und ich werde das nicht veröffentlichen, das passt nicht in mein Portfolio rein. Aber ich sehe, dass das genauso was ist wie das, was du geschrieben hast. Und das ist so interessant, weil es eben ein historischer Fund ist. Schau dir das doch mal an. Und von daher, ich sagte, mehrere Mütter, mehrere Väter. Also Hans-Christian Napp ganz vorne ran. Ohne ihn hätte es das Buch nie gegeben. Zumindest die Neuauflage nicht, natürlich. Und dann muss man sagen, aber direkt folgend, Editha Koch hat ganz wesentlich den Weg bereitet, dass wir zusammengekommen sind. Und dann hat einfach die Chemie zwischen Christian und mir gestimmt. Und ich hatte nach dem ersten Durchlesen und Durcharbeiten des Buches auch wirklich verstanden, warum er sich so für Arnau und seine Werke begeistert hat. Und also man kann, das Buch ist wirklich, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Also von den verschiedenen Begleittexten über Vorwort, Begleitwort und so weiter. Und auch dann noch der Anhang mit Personenregister, Quellenverzeichnis. Aber um sozusagen den Sound, der dich ja dann wahrscheinlich auch begeistert oder inspiriert hat, zu sagen, das ist wirklich Literatur, die vielleicht, wie du gesagt hast, ein paar Jahrzehnte zu spät, aber da kann man vielleicht ja auch noch mal gleich ein paar Worte zu sagen, in eine Zeit fällt, in der man schon denken kann,
es kommt auch zur rechten Zeit. Ja, es ist, das ist eigentlich erstaunlich. Und ich glaube, das ist etwas, was, und ich glaube, da kann ich Editha, Christian, mich gleichermaßen nehmen, wir alle drei das Gefühl hatten, da ist so viel Aktuelles drin. Wenn du die Mechanismen siehst, wie Popularismus betrieben wird, jetzt wollen wir gleich nicht unbedingt Deutschland wieder nehmen, gucken wir nach Amerika, meinetwegen. Gucken wir nach Ungarn, gucken wir in die Türkei. Da sieht man, dass das so Blaupausen sind. Ja, die, weil der Roman ja auch vor 33 beginnt. Also er hat ja die Zeit 31, 32, 33, als letzten Endes die demokratische Ordnung schon zerbröselte, die Reichskanzler immer mehr Schwierigkeiten hatten, Regierungen zu bilden, die NSDAP in den Parlamenten dann mehr oder weniger so eine Sperrminorität hatten. Genau. Ja, nicht eine Mehrheit, aber eine Minorität, um was zu blockieren. Und das dokumentiert er natürlich auch. Es ist ja wirklich eine gute Beobachtung, wie letzten Endes sukzessive eigentlich eine demokratische Ordnung zerbröselt. Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was das Buch heutzutage, abgesehen davon, dass es ein toller historischer Fund ist, aber einfach sensationell interessant macht und aktuell macht, weil man, Arnau hat es fantastisch verstanden, sozusagen den Beginn der ganz kritischen Phase des Bruches aufzunehmen, in eine Geschichte zu packen, bis zu dem Zeitpunkt ist ja nicht fertig. Das ist ja nur Anfang 33, die richtige Katastrophe folgt noch. Aber er erzählt genau so viel, dass man die gesamte Story hat. Genau. Und er auch noch in einer unglaublichen Weitsicht ja im Prinzip das Armageddon vorhersagt. Ja, er spricht ja dann auch vom Terror und von willkürlichen Morden und vom, ja, dass man letzten Endes als Kulturstaat abfällt. Also dass man dann eigentlich nur noch so niedere Impulse sieht. Adolf Hitler beliebig irgendwelche Forderungen stellt, ja, um die Großindustriellen zu befriedigen, um die Arbeiterschaft zu befriedigen. Also er zeigt ja auch nochmal, wie Populisten arbeiten. Da kann man ja auch Parallelen nach Polen und Ungarn etc. oder zur AfD sicherlich auch ziehen, die letzten Endes immer wirklich sehen, wo man ein Land destabilisieren kann. Jetzt ist es halt Corona, was von der AfD dann instrumentalisiert wird. Und so hat das ja Adolf Hitler genauso gemacht. Also er hat ja auch jetzt letzten Endes immer Strömungen wahrgenommen und hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal was, wir sprechen jetzt mal von Enteignungen. Und dann den Großindustriellen hat er wieder was ganz anderes erzählt. Parallel allerdings aber auch teilweise, ja. Und so machen es ja Rechtspopulisten heute auch. Oder Donald Trump ja auch, ja. Exakt. Und genau dieses Vorgehen ist exakt festgehalten in diesem Buch. Das spiegelt man wieder an interessanten Beispielen. Und das Wunderbare ist, man kann diese Beispiele jetzt eben durch die Information, die angehangen ist, auch recherchieren. Für jeden, der sagt, boah, nee, ist alles Quatsch, es stimmt nicht, der kann reingehen und das sich selbst auch noch mal beweisen, ja, wenn man diese Fragen hat. Und das ist, denke ich, wichtig und das macht es so wertvoll. Und das ist durch seine Konservierung über 87 Jahre ein total unbelastetes Beweismittel. Das kannst du ja gar nicht anzweifeln. Das geht nicht. Ja, und das Interessante ist ja auch, weil wir haben es natürlich einfach. Wir können im Prinzip die ganzen 12 Jahre analysieren. Wir wissen, wie es geendet ist. Aber er stand ja vor einer ganz anderen Situation. Und es ist insofern noch spannender, dass er, sagen wir mal, 32, 33, 34 schon Dinge wahrnimmt, ja, die sich dann nachher zur Katastrophe entwickeln, wo beispielsweise viele auch im Ausland noch gesagt, naja, okay, das ist so ein Übergangsphänomen oder was war 1936 zu den Olympischen Spielen? Ja, ich glaube, die Leni Riefenstahl hat mit ihrem Olympiafilm sogar eine goldene Palme in Cannes noch gewonnen und so. Also das zeigt ja, dass man das in Europa dann noch nicht ganz so ernst genommen hat. Jein. Ich glaube, es ist einfach viel, was geblieben ist aus der Zeit, ist der Eindruck, dass man es zu dem Zeitpunkt nicht wahrgenommen hat. Ich glaube, dass die Wahrnehmung schon größer gewesen ist, dass es aber vielfach runtergespielt worden ist. Und das, was leider oftmals, auch heutzutage in vielen Bereichen, die eigentliche
kluge Masse des Volkes sich gar nicht so intensiv bewegt. Ja, sie muss ja gleichzeitig nicht nur klug und überlegt sein, das Problem verstanden haben, sondern auch noch die Kraft und die Initiative entwickeln, zu agieren. Und da hast du manchmal ja eine Diskrepanz. Es gibt interessanterweise, und das ist natürlich auch ein Teil der Recherchearbeit gewesen, ein Buch, das damals der Hans-Christian Napp auch schon entdeckt hat, und zwar Le Pest de Brune, die braune Pest auf Französisch. Es gab einen Autor, Daniel Gurin, der ist zu der Zeit, auslaufenden Zeit der Weimarer Republik, nach Deutschland gekommen und hat Urlaub gemacht. Und ist rumgewandert und hat viele Deutsche getroffen und hat daraus Essays gesammelt und einen Blick kreiert. Mhm. Er ist nach dem Kollaps der Weimarer Republik unmittelbar danach nochmal nach Deutschland gegangen und hat das dann auch verglichen. Also diese Sichten gibt es, und das ist auch schon sehr, sehr kritisch, ist zwar ganz anders dargestellt, aber diese Wahrnehmung gab es. Und wenn man sich auch andere Autoren anguckt, Erich Kästner als Beispiel, also es gab genug, die das gesehen haben. Die sind aber rausgeschmissen worden. Und das ist doch ähnlich, wie wir es heute in der Türkei haben. Es gibt Tausende, Abertausende, Zehntausende, Hunderttausende von Türken, die wissen und verstehen, was in ihrem Land passiert, die das nicht begrüßen und die auch aktiv dagegen angehen. Und wir haben gesehen, was passiert ist, dass wirklich Tausende, Zehntausende bis in die Hunderttausend Akademiker, Funktionsträger, nur weil sie nicht passten, rausgezogen werden aus dem normalen Leben. Mhm. Und das bedeutet für die Menschen Katastrophe. Und wenn ich nicht so ein, ich sag mal vielleicht etwas überspitzt, so ein Märtyrertyp bin und sage, mein Gott, ich möchte, dass es meiner Familie gut geht. Mein Kind soll auf die Schule gehen können, ohne dass die Kinder alle draufhauen. Meine Frau soll nicht schief angeguckt werden oder wir wollen nachts nicht die Fenster kaputt haben oder das Auto kaputt oder sonst irgendwas, halte ich vielleicht mal die Füße still. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Effekt, der eine ganz... Aber die Vorgehensweise ist ja, sag mal, jetzt in der Türkei oder in Weißrussland ja ähnlich. Also man geht sehr, sehr brutal gegen Regimekritiker vor. Man foltert sie, man ermordet sie. Es gibt Kommandos, die rausgeschickt werden. Die können sich nirgendwo sicher fühlen, auch in der Ukraine nicht, also selbst hier in Deutschland nicht, Giftanschläge etc. Also die Methodiken sind doch identisch, also ähnlich. Also Leute zu beeindrucken, gleichzuschalten, kritische Medien auszuschalten oder das, was jetzt wieder in Polen läuft, dass man den einen kritischen Sender dann halt gleichschalten will. Also man schaut sich schon immer bestimmte Dinge an und versucht an diesen Hebeln zu drehen. Das ist im Prinzip, ich meine, wir können fast bis ins Mittelalter zurückschauen, das ist ja im Prinzip die Handlungsanweisung für den Erhalt eines totalitären Systems. Genau. Deswegen, wenn wir hier vom Blueprint sprechen, es ist tatsächlich, es ist eine Blaupause, die kehrt wieder. Und wenn du dir das anschaust, es sind ja viele machiavellische Prinzipien dahinter. Ja. Ja, und wenn man dann aber eben überlegt, eigentlich wäre ja ein Ausweg nur darin zu sehen, dass man bestimmte Strömungen, Anfänge erkennt und dann eben nicht in die alten Muster oder in das alte Verhalten zurückverfällt. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, dass man eben dieses Erzählen davon und auch dann eben eine Generation, die vielleicht daraus was lernt, ist immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Aber im Prinzip, wenn man Literatur als etwas nimmt, dass da jemand ein Abwesender erzählt und wenn da auf der anderen Seite eben ein offenes Auge, Ohr liest, dann finde ich, kann Literatur unter Umständen eben etwas bewirken und erreichen, was wirklich eigentlich nur Kultur kann. Dass du aus eigenem Impuls zum Nachdenken kommst und bestimmte Dinge eben anders wahrnimmst, einsortierst und dann eben im besten Fall vielleicht reagierst. Ich glaube, das ist wirklich die große Aufgabe der Literatur, genau das zu leisten. Und das tut sie auch. Das müssen wir ja fairerweise sagen. Allein die Tatsache, dass wir jetzt hier zusammensitzen, darüber sprechen und diese Reflexion ja hier schon wieder hochheben, zeigt ja genau, dass dieser Prozess funktioniert. Es ist immer die Frage, wie weit geht der? Ja. Und Repetition, Wiederholung ist total wichtig. Hat nur
eine fade Seite dabei, dass sie auch ermüdend sein kann. Ich kann mich selber daran erinnern aus der eigenen Schulzeit, Dritte Reich und KZ und Judenvergasung, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Und es ist, ich sag mal, ganz schlimm, wenn man diesen Effekt erreicht. Und ich glaube, das ist auch heutzutage so ein bisschen das, wo man diese Abgedroschenheit hernimmt. Und da muss man aufpassen, dass man es nicht überlastet. Du kannst Leute auch überlasten. Die Menschen kannst du überlasten mit so einem Thema. Man muss das Richtige, die richtige Dosierung haben, aber man muss es immer wieder, und die Verantwortung wird nie aufhören. Aber ich glaube, die Umkehr hatten wir in Deutschland, so profan es vielleicht klingt, aber durch diese Holocaust-Serie, ne? Also wo das Schicksal einer Familie gezeigt wurde. Das hat so ein bisschen wieder einen Wandel gebracht, und das war für mich dann auch ein gutes Beispiel, wenn man es halt wirklich persönlich erzählt, wenn man die Schicksale kennt, wenn man das so in dieser Form macht, damit man weiß, also wie so eine Familie eigentlich alles, was wir in der Zivilisation achten, auf einmal völlig wegfällt. Also, dass man dann also wirklich im Dreck, im Schmutz landet, man ist nachher irgendwann am KZ mangelernährt, man wird medizinisch nicht mehr versorgt. Meinem Großvater ging es ja im KZ Dachau genauso. Ja? Er war als jüdischer Inhaftierter quasi im Prinzip ein Inhaftierter der untersten Kategorie. Mhm. Der ist noch unter dem Mörder gelaufen in der Behandlung. Er hat kaum Essen bekommen, er hat keine medizinische Versorgung bekommen und ist ja dann, also eigentlich als stattlicher Mann da reingegangen, wie meine Oma sagte, und war nachher wirklich dünn und ein Wrack. Und ist ja dann vor der Deportation nach Auschwitz dann schon gestorben. Der ist quasi verhungert. Mhm. Ja? Und das ist halt der Punkt, dass man dann an so einer Familiengeschichte dann merkt, Mensch, das, was wir, sag mal, jeden Tag erleben, was für uns normal ist, wie wir gesittet miteinander umgehen, da war gar nichts mehr, kein Haltepunkt mehr, null, nix. Ja? Und das ist, ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtige zu verstehen, mit einer reinen sachlichen Argumentation alleine, die ist wichtig, aber komme ich ja nicht durch. Ich muss die Empathie transportieren. Und deswegen finde ich es wirklich großartig, dass ihr, sage ich jetzt mal, den Text gefunden habt, weil ich finde, das, was du über die Serie gesagt hast, dass das eben so eine empathische Schiene wird, das leistet ja der Roman auch. Absolut. Absolut, ja, genau. Und da könntest du vielleicht mal Appetit machen und vielleicht... Aber vorher wollte ich nur eine Sache sagen, weil wir sagen immer so nach 45, man hätte dann vielleicht früher reagieren können, emigrieren können, etc. Manche standen auf der Abschlussliste, wie Thomas Mann und andere, die mussten dann raus. Aber das galt ja nicht für jeden. Und dann wird ja auch nochmal im Vorwort deutlich, für viele aus der jüdischen Bevölkerung war es gar nicht so einfach, das Land zu verlassen. Ja? Wo sollte man hin? Also ich erinnere mich, also mein Großvater hat sich dann 1936 schon ziemlich früh für Österreich entschieden. Aber ihr schildert ja, wie schwierig, sag mal, die Fluchtwelle für Juden in Europa war. Das war nicht so easy. Das ist absolut richtig. Das ist einmal eine harte Seite. Ja. Es kommt aber auch noch eine ganz schwierige weiche Seite dazu. Man verlässt sein Land. Und ich habe dieses Buch, oder wir haben dieses Buch, Christian und ich, der Familie Kohn gewidmet, der Familie Willi Kohn. Und das Spiel, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, weil das Schicksal einem so unter die Haut geht. Willi Kohn und seine Frau, die haben zwei kleine Töchter gehabt. Und Willi Kohn, in Breslau lebten sie, war Historiker und einer, der die Geschichte der Juden in Breslau akribisch festgehalten hat in der Zeit. Er hat also wirklich eine wissenschaftliche Grundlage dafür geschaffen. Gleichzeitig geriet er natürlich unter Druck. Er wurde auch betroffen vom Berufsverbot. Die Familie musste überlegen, wie halten sie sich über Wasser. Das, was ich eben ansprach, diese ganz natürlichen Dinge. Wir haben zwei kleine Kinder, wir müssen irgendwie Geld verdienen. Wie kommen wir denn weiter? Dann hatten sie irgendwann die Entscheidung getroffen und die Gelegenheit gefunden und sind nach Israel ausgewandert. Sie haben sich da nicht wohlgefühlt und sind zurückgekommen.
Und das war ihr Todesurteil. Ja. Sie haben keine zweite Ausreise mehr geschafft und sie sind dann Anfang des Krieges mit 2000 weiteren Juden deportiert worden nach Kaunas, Vilnius, das ist eine große Hafenstadt in Litauen, nicht Vilnius, in Litauen, und sind dort vor einem großen ausgehobenen Grab im MG-Feuer umgekommen. Die Eltern mit ihren kleinen Kindern. Und Himmel, Herrgott, das ist irre im wahrsten Sinne des Wortes. Das kommt noch hinzu, denn viele waren ja auch sehr heimatverbunden oder traditionell orientiert. Also mein Großvater war ja ein klassischer Unternehmer. Ja, der war jetzt, viele Juden waren deutscher als die Deutschen. Richtig, genau. Also er war eher konservativ. Ne? Deswegen ist er ja auch nicht nach England oder gegangen. Sein Bruder ist dann nach London gegangen. Er selber ist dann nach Österreich gegangen, weil sie da halt auch Deutsch gesprochen haben. Also das war ja auch ein Punkt. Also diese Heimat zu verlassen, keine andere Fremdsprache zu können und so, das war ja, ne? Also nicht jeder war ja Polyglott, ja, und konnte sich überall zurechtfinden, aber viele Intellektuelle haben sich ja, sagen wir mal, dann im Exil auch nicht so richtig wohlgefühlt. Ja. Also das ist sicherlich ein großes Problem und wir müssen heute darauf achten, wir haben Gott sei Dank wieder die Situation heute, dass wir viele jüdische Mitbürger haben, die auch eben deutscher sind als die Deutschen, die sich wirklich hier zu Hause fühlen. Und den Teufel sollten wir tun, nicht darauf zu achten, dass sich das nicht ändert. Ganz im Gegenteil, wir müssen sehen, dass sie eine Heimat finden, genauso wie es für alle Leute, die hierher kommen und die sich hier zu Hause fühlen und sich hier auch integrieren und eine Gemeinschaft mit den anderen Mitbürgern finden. Himmel, Herrgott, das gibt schon was. Und auch offen ihrem Glauben nachgehen dürfen. Also auch mit Kippa sich durch die Straßen zu bewegen, auch in der Hermannstraße in Neukölln. Also das muss machbar sein. Absolut. Also wenn wir darauf nicht achten, ist es der erste Schritt wieder in einer anderen. Also diese Toleranz, und da müssen wir ja auch heutzutage wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil wir dazu neigen, denn zu tolerant zu werden. Das heißt, wir erlauben manchen eine Intoleranz, weil wir meinen, das ist Toleranz. Da müssen wir ehrlich drauf aufpassen. Ja, ja. Das geht gar nicht. Aber jetzt hören wir eine Lesefrucht. Ne? Jetzt bist du dran. Sehr gerne. Dann muss ich mal deine Lesebrille aufsetzen. Meine Lesehilfe bemühen. Und ich mir nicht anders. Ich glaube, dass es ganz gut ist mit diesem Buch und mit diesem Roman eben nicht mit dem Roman zu beginnen, sondern was speziell ist auch an diesem Roman, ist das Vorwort. Der Roman selber, wenn man ihn beginnt zu lesen, beginnt er wie ein Kriminalroman, also so eine Geschichte. Also man muss schon weiter eindringen, um die Tiefe zu verstehen. Das Vorwort setzt am Anfang eine Akzentuierung, dass der Leser vom ersten Moment, wenn er mit dem Roman beginnt, weiß, worum es geht. Und das ist bei dieser Art des Buches extrem wichtig. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Ich war seit Wochen ernstlich krank, befand mich mehrmals auf kurzem Urlaub. Bei einer solchen Erholungsreise auf die Zugspitze erhielt ich zum ersten Male Kenntnis von den ersten gegen mich im Münchner Braunen Haus eingegangenen anonymen Anzeigen. Am 23. Februar erwarte ich für einen relativ geringen Beitrag die Originale der ersten beiden Denunziationen. Am 27. Februar wusste ich, dass unmittelbare Gefahr drohte. Da bei den Korrespondenzen, die in den Wohnungen und in den Büros linksgerichteter Persönlichkeiten gefunden worden waren, sich auch Briefe von mir befanden. Der Wunsch, rein gesundheitlich für mich und materiell für meine zahlreichen unmittelbaren Angehörigen zu sorgen und auch weiterhin sorgen zu können, verpflichtete mich zu raschem Handeln. Am 2. März erschienen Sturmabteilungsmänner SA und am 4. März Schutzstaffelmänner SS in meiner Berliner Wohnung. Am 13. März wurde ich ebenfalls mit geringen geldlichen Opfern Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. 4 Tage später auch der SA. So gewann ich, unterstützt
durch einige Artikel in der Zeitung Zeit und darauf kam es an. Ich konnte meine wichtigsten und dringlichsten Angelegenheiten regeln. Am Abend des denkwürdigen, um nicht zu sagen undenkwürdigen Boykotttages gegen die jüdischen Geschäfte sollte ich, wiewohl ich nicht Jude, sondern reiner Arier bin, einen neuen Besuch der SA und der SS empfangen. Ich blieb bis kurz nach Tisch in Berlin. Die Beobachtungsposten vor meinem Hause konnten alle ruhigen Gewissens berichten, dass ich nicht geflohen sei. Meine Koffer hatte ich bereits Tage vorher an verschiedenen Gepäckaufbewahrungsstellen untergebracht. Am Boykotttage, Samstag, den 1. April 1933, hatte ich noch einige Konferenzen. Dann etwa um 2:30 fuhr ich mit meinem Wagen nach Potsdam, wo ich auch übernachtet hatte. Da ich seit Wochen nicht mehr in meiner Wohnung schlief, sondern immer nur sehr früh morgens erschien, fanden doch die Geheimaktionen der Terrortruppen stets nur nachts statt, ein Zeichen der Vorliebe dieser dunklen Gestalten für die Dunkelheit. Nachts, kurz nach Mitternacht, passierten wir die holländische Grenze bei Gronau. Ein echter Redaktionsausweis des völkischen Beobachters ebnete mir den Grenzübertritt. Am 19. Mai begannen die journalistischen Trabanten des Dritten Reiches die große Aktion gegen mich. Da die Erkenntnis, dass im Ausland mit politischen Anschuldigungen nichts auszurichten sei, sich sogar im Dritten Reich herumgesprochen hat, kamen die Versuche, mich irgendwie kriminell zu machen. Vom einfachen Ladendiebstahl bis zur Devisenverschiebung, vom Erpressungsdelikt bis zum Hochverrat findet sich in diesen Expektorationen hysterischer die ganze Skala der Schmähungen. Obenan kam dann jene, dass ich meine Bücher gar nicht selbst schreibe, sondern sie von einem armen Schriftsteller mir verfassen lasse. Meine Neugierde ist groß, welcher Söldling des Dritten Reiches bereit sein wird, die Autorenschaft an diesem hiermit der Öffentlichkeit übergebenen Buch usurpieren zu wollen, dem ich den Titel gab: Die braune Pest. Hast du schon... So, seit wann ist das Buch sozusagen das Licht der Welt erblickt? Seit Februar. Ja. Und hast du Reaktionen schon bekommen? Also ja. Also wir haben viele Reaktionen gezeigt. Es ist kein Bestseller. Ja, aber wir haben... Das ändern wir für, ja. Ja, genau. für das, was ich erwartet habe und eben auch nicht aus diesem Verlagsbereich komme und diese ganze Mechanik des großen Vertriebes ja noch nicht so aufgesaugt habe, war die Reaktion sehr gut und die Leute, die das Buch gelesen haben, ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen oder wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, auch Christian Knapp, die enorm positiv war, in schriftlicher Form, telefonisch, per E-Mail, als Brief und das bestätigt eigentlich das, was wir vermutet haben, das Buch ist ein Knaller. Ja, es zeigt aber auch, also auch dieses Vorwort, wie schnell natürlich SA, SS und dass dieser ganze Apparat dann aktiv wurden. Also bis hin zu Geheimdienstaktivitäten, Recherchen, Spione, die eingesetzt wurden, Observierungen, die abgelaufen sind. Also man denkt dann immer, ja, puh, das hat sich dann erst so entfaltet. Aber das war ja von Anfang an so. Mhm. Und da sind dann auch wiederum Mechanismen zum Tragen gekommen, die man ja heute auch wieder sieht. Man geht dem persönlich ans Schlawittchen, man kriminalisiert den Regimekritiker, versucht ihm irgendwas anzudichten oder bezeichnet ihn als Terroristen oder als Dieb oder als Steuersünder oder. Also es geht schon ganz schnell in diese Denunziantenkiste. Also auch das ist ja, sagen wir mal, ein Mittel, wie so totalitäre Regime arbeiten. Richtig, und es werden dann eben auch ad hoc neue Gesetze geschaffen, siehe China, um eben dann wieder Massenverhaftungen durchführen zu können und auch Verurteilungen durchführen zu können. Aber das ist auch der Punkt, wo ich dann immer ein bisschen ratlos bin, dass manche Dinge ja auch selbst vor unserer Haustür passieren, also in Europa, ja, oder zumindest in der Nähe von Europa, dass wir dann sagen, naja, wir haben doch jetzt Weltöffentlichkeit, wir haben Internet, wir kriegen alles mit. Das war ja damals nicht so sehr der Fall.
und dass wir trotzdem dann immer noch so tatenlos sind oder hilflos sind, dass dann viele dann wirklich zur Persona non grata erklärt werden, wie beispielsweise in Weißrussland gefoltert werden, zu irgendwelchen Aussagen gezwungen werden vor der Kamera, dass man einfach mal so ein Flugzeug entführt und zur Landung zwingt und solche Geschichten. Also das ist schon unfassbar. Ja, es stellt sich aber auch die Frage, was hätte man machen müssen? Meine spontane Reaktion war, um Gottes Willen, wenn die Flugzeuge da einfach kassieren, das ist im Prinzip ein Kriegsgrund. Ja, aber das ist, wollen wir einen Krieg starten? Ja, ja. Und wir wissen zu genau, dass hinter Belarus, also hinter Weißrussland, Russland steht, Putin steht. Ja. Das ist der gleiche Spielball für die Russen wie Nordkorea für die Chinesen. Die haben da einen wilden, beißenden Hund, einen Höllenhund, der für sie extrem opportun ist. Und sie würden natürlich direkt mit in den Ring einsteigen. Das können und wollen wir uns nicht erlauben. Und da sind wir auf einmal als Nation, als Europa insgesamt, als EU, als Weltgemeinschaft auf einmal vor ein Rätsel gestellt. Wie gehen wir damit um? Irgendwas müssen wir machen. Aber die Optionen liegen nicht so einfach auf dem Tisch, wie wir vielleicht meinen. Siehe auch die Diskussion um Nord Stream 2. Das sind schwierige Abwägungen, die man treffen muss. Ja. Und also jetzt nicht die großen Verlagshäuser, aber wo jetzt sozusagen ein Kopf hinter dem Verlag steht, da könnte man ja sozusagen wahrscheinlich aus den Anfangszeiten immer sehr schön auch ein bisschen raussehen, was sozusagen dem Menschen im Verlag, also dem Verleger, der Verlegerin wichtig ist und auch wirklich ein Herzensanliegen, weil in der Regel nimmt man ja auch Geld in die Hand und so weiter. Absolut, und so fort. Ja. Also man hat da ja eine gewisse, ich will nicht von Sendungsbewusstsein, aber schon Dinge, die einem wichtig sind. Und da liegt man ja wahrscheinlich bei dir auch nicht falsch. Absolut, Paul. Es ist sicherlich ein Thema und ich sagte, als ich die erste Berührung mit Christian Knapp hatte und das erste Mal in den Text reingeschaut habe, habe ich sofort den Impuls, wenn auch erstmal den kritischen Impuls in mir gespielt ist, wenn das alles belastbar ist, was da drin steht, dann muss es raus, weil es wirklich eine wichtige Nachricht ist. Und nochmal ein Impuls mit einer interessanten Historie, was vielleicht auch nochmal Menschen dazu bewegt, dieses Buch in die Hand zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, die es eben nicht gemacht hätten oder machen würden, wenn es wieder nur ein weiterer Roman nach dem 0815-Muster ja. ist. Ja, und, eigentlich auch ein Teil der politischen Bildung. Ne? Also man lernt ja sehr wohl, also wir können ja immer sagen, ja, so in der Retrospektive, ex post, sind wir immer schlau, ja, da wissen wir immer alles. Ne? Aber Jakob Taubes hat das, ein jüdischer Religionsphilosoph, hat das mal so gesagt, naja, also erstmal so als jüdischer Bürger, weiß ich erstmal gar nichts. Vor allen Dingen hat sich ja Hitler gegen mich entschieden und ich nicht für Hitler. Also er hat ja die Entscheidung getroffen, diesen Antisemitismus so quasi zur Staatsreligion zu erheben und diese rassistische Politik zu machen. Übrigens, was natürlich auch viele gar nicht wissen, wie bürokratisch korrekt das aufgelaufen ist. Also ich war jetzt im Staatsarchiv in Koblenz, habe die Akten meines Großvaters sondiert, die da liegen und habe sie auch kopiert und darüber ja auch schon ein paar Sachen geschrieben. Und ich habe dann natürlich dieses ganze Konvolut bekommen, wo natürlich auch unter Wilhelm Sohn natürlich auch die anderen Buchstaben sortiert sind und bin so ein bisschen so durchgegangen, was so alles passiert ist. Und das sind ja alles auch, das ist ja eine Gerichtsbarkeit gewesen, die auch föderal aufgebaut war. Diese Rassegerichte waren föderal aufgebaut. Und es gab dann auch immer wieder ein medizinisches Gutachten. Wenn also eine Frau zwangssterilisiert wurde, eine jüdische Frau, eine junge Frau, dann gab es ein medizinisches Gutachten. Und es hat natürlich dann auch ein Gericht entschieden, diese Zwangssterilisation. Ja? Oder das Internieren. Das ist ja alles legalisiert worden durch entsprechende Gerichtsentscheidungen. Also mir war, als ich dann das so durchgegangen bin, ist nochmal klar geworden, wie perfekt
das durchorganisiert war. Oder was Hannah Arendt dann ja auch dann beobachtet hat bei dem Eichmann-Prozess, das war schon auch die Banalität des Bösen, weil das halt auch so verwaltungstechnisch so perfekt abgelaufen ist. Ja, in der Zeit auch schon in den 30er Jahren, Mitte der 30er Jahre und danach. Also wie das also durchstrukturiert war. Auch, dass natürlich immer eine Judikative da mit einer Rolle gespielt hat. Ja, das hat sicherlich dazu geführt, dass viele derjenigen, die dort geholfen haben, unterstützt haben, auch viele, die man eigentlich als Täter bezeichnen muss, sich nicht als Täter gefühlt haben, ja, sondern als klitzekleine Teil einer Exekutive, genau, die sie nicht zu verantworten hatten. Ja. Also es gab wirklich dann Gutachten von Medizinern, die sagen, ja, das ist jetzt gerechtfertigt, weil diese Frau letzten Endes die arische Rasse befleckt. Ich sage das jetzt mal in meinen Worten, deswegen muss sie eben, darf sie keine Kinder kriegen. Punkt. Mhm. Ja. Ja, und das hat dann Mediziner, hat dann ein Gutachten drüber geschrieben. Die kann man in dem Archiv alle lesen. Also das ist schon sehr verstörend. Total. Und also das ist sozusagen, kann man parallelisieren, also bei deinen Recherchen und dem Kontrollieren, ob auch alles stimmt oder wo man... Ja, also es gibt viele Fälle, die er beschreibt und anreißt, die du unabhängig in anderen Quellen wiederfindest. Ja. Also ich bin von Hause aus bin ich Physiker und also mich viel mit wissenschaftlichen Methodiken auseinandergesetzt. Und wenn du eigentlich immer so eine Triangulation machst und versuchst, Quellen, unterschiedliche, unabhängige, orthogonale Quellen zu finden, dann kriegst du ja immer eine höhere Objektivität rein. Und je mehr du unabhängige Quellen findest, umso unabhängiger ist das Ergebnis. Das ist ganz zwangsläufig. Das ist eine ganz einfache Methodik. Wenn man sich an diese hält, dann kann man sehr schnell Objektivitäten steigern. Eine hundertprozentige Objektivität gibt es nicht, aber du kannst sie steigern. Und ich kriege immer selber zu viel, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, das steht aber da und der hat es gesagt und der hat es gesagt und das. Und wenn du dahinter schaust, ist das alles viermal das Gleiche gewesen. Wo ist da die Objektivität? Sondern da hat einer es ganz gut verstanden, eben Populismus zu betreiben. Und das muss man verstehen. Das ist auch das vielleicht das Subtile, beim Populismus, der Empfänger, der die Nachrichten aufnimmt, der muss tatsächlich eine Leistung vollbringen und zu selektieren und zu bewerten. Und ich glaube, das ist, was vielen Menschen einfach schwerfällt. Also, wenn man kurz, also nicht schwerfällt, das klingt so ein bisschen, als wenn man selber, ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, die man lernen muss. Das ist eine Fähigkeit, die du lernen musst, weil ich merke das selber, auch wenn ich mit intelligenten Menschen spreche, die eben so einen strengen wissenschaftlichen Zugang gar nicht kennen. Die sagen aber auf einmal, stimmt. Wenn du hingehst und sagst, pass mal auf, du schaust dir jetzt mal hier ein dreidimensionales Objekt an. Kommst von einer Seite und sagst, das ist ein Dreieck. Wenn du jetzt von allen Seiten feststellst, dass es ein Dreieck ist, dann kannst du daraus schließen, das ist, wenn es unten noch ein Quadrat hat, eine Pyramide. Ja, aber diese Information kriegst du erst, wenn du anfängst, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und auch ein Würfel, der von einer Seite schön aussieht, der kann von hinten kaputt sein. Wenn du die andere Seite nicht anguckst, weißt du da nichts drüber. Also immer verschiedene Blickwinkel einnehmen, verschiedene Informationstangenten nutzen. Und dann kannst du dir im Laufe der Zeit ein immer besseres Bild draus machen. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, es gibt kein perfektes Bild. Auch das weiß jeder Wissenschaftler. Wenn ich einen Stand habe in der Wissenschaft und ich bemühe mich weiter und ich forsche weiter, habe ich neue Erkenntnisstufen. Und manchmal widerlegt es die Gesamttheorie. Die ist auf einmal falsch. Ja, das hat man in der Physik immer wieder erlebt. Nichtsdestotrotz ist ja der Prozess, sich damit kritisch auseinanderzusetzen und eine Erkenntnisstufe, die man erreicht hat, auch erstmal als Erkenntnisstufe zu akzeptieren, bevor ich nichts anderes finde, was dagegen spricht, ist ja auch durchaus legitim. Aber was spannend ist halt an dem Roman und an den Jahren,
die dann zur Machtergreifung führen, auch sag mal diese tagespolitischen Geschehnisse. Also wir denken immer so, ja, das war alles im Mein Kampf festgeschrieben oder so. Es gab aber bei den Nazis natürlich auch Tagespolitik. Also die haben natürlich auch taktisch agiert. Und das wird nochmal in dem Roman sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Also ich habe mal eine Sache hier rausgeholt. Sie versprechen allen alles und jedem jegliches, dem Bauern höheren Erlös seiner Agrarprodukte, dem Industriearbeiter billigere Lebensmittel, dem Mittelständler Senkung der Steuern und höheres Einkommen, der Großindustrie Vermehrung der Subventionen und erhöhte Zölle, dem Mob eine Bartholomäusnacht gegen die Juden. Ja, also das ist schon beeindruckend, wie das dann halt immer dargestellt wird. Das haben wir manchmal so ein bisschen vergessen. So die Tagespolitik, was eigentlich so jeden Tag los war. Oder wo er diese Programmatik aufgearbeitet hat, die Forderungen, die sie gestellt haben. Abschaffung des Arbeits- und mühelosen Einkommens, Brechung der Zinsknechtschaft, restlose Einziehung aller Kriegsgewinne, Verstaatlichung aller bereits vergesellschaften Betriebe, Gewinnbeteiligung an Großbetrieben, Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seine Erhaltung. Ja, der hat halt immer so verschiedenste Forderungen gemacht, wo man sagen würde, ja, aufpassen bei heutigen Diskussionen. Ne? Also teilweise finde ich das hier wieder. Ja. Und das ist tatsächlich, ist jetzt nicht vollständig, aber das ist das 25-Punkte-Programm der NSDAP, was seit 1920 stand, was immer gegolten hat, aber sich keiner dran gehalten hat. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man irgendwie so ein Pink Elephant, wie die Engländer so schön sagen, etwas aufbaut und dann riesen Bohai drum macht, den es gar nicht gibt. Genau. Das genau. Totaler Quatsch ist. Ja, ja. Aber es funktioniert, das ist das Irrsinnige. So, ja, er hat das ja dann auch beschrieben, für urteils- und kritiklose Schwärmer, Hitler bietet einem in einem Atemzuge dem Besitzenden die staatliche Garantie für das private Eigentum und dem Besitzlosen die Enteignung der Besitzenden. Das ist schon interessant. Ja, ja. Ich möchte dazu eigentlich sagen, wo du diese Punkte gerade rausgehoben hast, das ist eigentlich auch wieder das, was das Buch ausmacht. Es ist interessant zu lesen und es ist ein Geschichtsbuch mit Authentizität und wichtigen Informationen über eine Zeit, über die es gar nicht so viele Bücher gibt. Das ist genau die Umbruchzeit der Machtergreifung. Eben dieser limitierte Bereich, deswegen habe ich auch das Datum immer in die Überschriften mit reingearbeitet. Das hatte Arno auch nicht so vorgesehen, aber ich glaube, das setzt es nochmal besser in die Perspektive, weil es einfacher ist nachzuhalten. Es gibt dir genau das, was zu dieser Zeit passiert. Nicht davor und nicht dahinter, das sind dann die Ausläufe und Vorgeschichten, aber das ist genau der Blick mit der Lupe auf diese Umbruchzeit. Und das ist kolossal und finde eben genau wichtig, weil da drin hat sich diese ganze Gefahr entfaltet in dieser Zeit. Ja, ja. Ja, und nicht nur immer die groben Striche, ne? Wenn man sagt, Reichstagsbrand und dann Röhm-Putsch und dann die Nacht der langen Messe etc. Das ist immer so, das sind so grobe Abschnitte. Ja, ja. Aber dass so ein bisschen auch granular gearbeitet wurde, dass natürlich auch in den unterschiedlichen Regionen anders gearbeitet wurde, nicht? Also dass die NSDAP dann auch systematisch geschaut hat, wo können sie jetzt an welchen Hebeln wieder drehen und ziehen. Das wird damit eigentlich sehr, sehr deutlich. Also das ist, glaube ich, auch die Stärke des Romans, dass man sehr granular erkennt, Mensch, das war ja auch Tagespolitik. Das ist das. Das finde ich nämlich wirklich, das kommt auch im Roman, finde ich ganz wunderbar. Du hast, glaube ich, irgendwo gesagt oder auch geschrieben, im besten Fall beides, dass man so ein bisschen schmecken kann, wie das damals war. Ja, und das ist ja so ein bisschen das, was du sagst mit diesem Alltag. Das vergisst man immer, wie sehr das Leben der Menschen damals bestimmt hat. Ja. Wie die sich da gestellt, positioniert haben, ist eine ganz andere Frage. Aber es war wirklich jeden Tag, wenn die aufgewacht sind, wenn die abends ins Bett gegangen sind, die mussten sich da irgendwie zurechtfinden. Genau. Und das ist wirklich eine Dimension, die finde ich durch den Text ganz wunderbar zum Ausdruck Absolut. Kommt. Absolut, das ist so. Und ich glaube, hier ist eben wieder dieser Punkt der Empathie, ich meine, die wirklich nur diese Art der Literatur rüberbringen kann. Die kannst du mit einem Sachtext nicht rüberbringen. Es verbietet sich, das geht nicht, es funktioniert einfach nicht. Dazu bist du in einem falschen System, im Sachkontext.
Und das hat Arno wirklich wunderbar geschafft. Und er hat auch tatsächlich, das ging, glaube ich, jetzt hier zu weit, wenn man Arno auch noch als Mensch studiert, es geschafft, durch seine eigenen menschlichen Defizite, die in der Person Parker auch auftauchen, ja, so authentisch reinzubringen. Weil Parker ist tatsächlich Arno, der hat dämliche Fehler gemacht, wie er hat blöde Geschichten gemacht mit seiner Lebensgefährtin, wie Arno mit seiner Frau. Es findet sich alles wieder. Und das macht es wirklich so echt, dass man wirklich die Finger reinstecken kann, das atmen kann und sich reinversetzen kann in die Zeit. Was ja dann auch zum Freitod der ersten Frau führt, ne? Oder? Die hat sich das Leben genommen? Oder? Die zweite Frau. Die zweite Frau. Ja. Das, ja. Mhm. Ja. Hattest du das eine Bild? Können wir das zeigen? Oder soll ich das mal in die Kamera halten? Oder du? Dass man den Arnau vielleicht mal etwas besser sieht etwas oder sehen kann. Ich finde es immer schön, wenn man es schafft, irgendwie einen kleinen Eindruck. Kann man auch einfach im Internet eingeben. Das ist ja auch faszinierend. Ne? Ja. Das spricht so ein bisschen für dieses, was du gesagt hast, dass er wirklich mal eine große Nummer ist, immer so abgedroschen. Ja, aber kann man ruhig wirklich sagen. Wirklich Big Shot. Bedeutend war, ja. Er hat Spuren, wenn man sich auf die Suche begibt, findet man die Spuren sofort. Ja. Aber es tut heutzutage keiner. Und ich finde daher den Titel seiner Biografie so fantastisch. Gelebt, geliebt, gehasst. Es fehlt eigentlich nur noch das und vergessen. Ja, fast vergessen. Fast vergessen, ja. Das haben wir Gott sei Dank. Ja, weil es ja nun auch Stück andere Journalisten gab in der Weimarer Republik oder Regimekritiker, die wie Kurt Tucholsky, die natürlich ganz anders im Gedächtnis sind. Ja, ja, ja. Und das ist auch sicherlich richtig so, weil es einfach auch viele Zufälle sind, die da eine Rolle spielen. Arnau hat erstmal nach seiner Rückkehr nach Deutschland auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Er hat sich weiter um das Recht der Menschen bemüht. Man muss dazu auch wissen, er war lange Zeit der Präsident der Deutschen Liga für Menschenrechte. Es war jemand, der sich auch wirklich offiziell an vorderster Front immer eingesetzt hat. Und er ist, glaube ich, jemand, der einfach von seiner Art her und von dem, was er erlebt hat, nicht hadernd zurückblickt und sagt, ach, hätte ich noch machen müssen, dann hole ich jetzt irgendwie nach, sondern ein Macher, der Probleme im Hier und Jetzt in seinem Umfeld angepackt hat, was man eigentlich so schön überall nachempfinden kann in seinen Schriften und in den Berichten über ihn und gehandelt hat. Auch auf das Risiko hin, dass er einige Dinge falsch gemacht hat. Und das macht ihn auch wieder als Mensch so authentisch. Und das ist etwas, was wir heutzutage anfangen, auch ein bisschen mehr zu akzeptieren. Fehler sind keine Katastrophen, sondern durchaus ein Mittel zu lernen, wenn ich aus ihnen lerne. Und eben vielleicht, wenn wir mit Blick auf die Uhr so ein bisschen zum Schluss kommen, ich finde auch, du hast das im Buch öfter zitiert und ich habe es dann deinem Beispiel folgend in der Quelle nachgelesen. Mhm. Und dann schreibt er ja auf Seite 50, ich will gestehen, dass ich Eduard Ludwig in zumindest einer Hinsicht täuschte. Ich war zuverlässig, ich arbeitete rasch und doch mit äußerster Akribie. Aber den Vorrang hatte stets jener zum Dogma gewordene Satz. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort wieder. Wo es Stärkere gibt, immer auf der Seite der Schwächeren. Und das ist eben auch etwas, was für eine Gesellschaft, wenn das eben nicht nur Dogma, sondern so eine Handlungsmaxime ist, sehe, glaube ich, auch das ein oder andere anders aus. Ich denke, das ist ein Anspruch, den eigentlich Deutschland in seinem Grundgesetz formuliert hat. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist eigentlich, worum es geht. Es geht nicht darum, in trumpistischer Manier alles zu überrollen und wie ein Gorilla draufzusteigen. Das System. Donald Trump hat letzten Endes die Schwächen dieses Systems offengelegt. Ja? Und bei uns ist es immer noch so, man muss wirklich dicke Bretter bohren. Es gibt diese Checks and Balance, es gibt die Bundesländer, es gibt die starke Stellung des Bundesrates und diese repräsentativen Elemente, die sind, glaube ich, wichtig, damit eben nicht schnell durchregiert werden kann. Also, absolut. Ja, absolut. Ich glaube, die Grundgesetzkonstrukteure haben sich schon was dabei gedacht. Das oder? ist eine fantastische Basis, die wir haben. Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht leidet.
Genau. Und dass die Wertschätzung erhalten bleibt. Ja. Und wir müssen auch immer ein Auge drauf halten. Corona ist ein gutes Beispiel dafür. Da ist nicht alles richtig gelaufen. Aber macht doch keine Katastrophe daraus. Unterm Strich ist es gelaufen. Genau. In anderen Ländern ist es deutlich schlechter gelaufen. Ja. Und wie gesagt, Fehler machen wir. Lernen wir doch bitte draus. Mich als Physiker hat es immer gefuchst, dass wir mit der Datenbasis nicht richtig umgehen. Wir hätten so viel mehr Informationen daraus ziehen können. Hat man nicht gemacht. Aber gut, Schwamm drüber. Bitte nehmt es doch irgendwann mal aufs Radar. Und viele tun das. Es wird besser, es wird mehr gemacht. Ja. Lieber Adrian, in diesem Jahr wissen Physiker ganz besonders, dass Dinge zu Ende gehen. Und so bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, ich denke auch im Namen von Gunnar, ja, bei deinem für deinen Besuch hier in Bonn-Duisdorf. Die braune Pest. Die braune Pest. Kauft es. Im Klingenverlag. Ich habe hier noch ein Exemplar ohne Klebchen drauf. Genau. Und ich habe auch noch ein zweites Exemplar. Also die Ersten, die kommentieren oder die dann danach noch reagieren, wenn wir dann schauen, ja, die bekommen das von uns zugeschickt. Die müssen uns nur eine Direktnachricht schicken und ihre Adresse, also zwei Bücher können wir verschicken. Ja. Ja. Gut. Und in der Prospektive, das sei ja auch immer in einer Reihe erlaubt. Nächste Woche haben wir erstmalig, kann man sagen, eine Dame zu Gast. Ja. Und da kann man auch sagen, was für eine Dame. Nämlich, das wird die wunderbare Ingeborg Gleichauf sein, die ein Buch, hast du es schon hier? Nein, das ist erst angekündigt. Das wird mir erst also, hast du schon? Ja, ich habe es tatsächlich schon. Ja. Also das heißt, ich lese das schon. Das ist jetzt ist kein Problem. Das ist ja jetzt erst rausgekommen. Ja, ja, ja. Aber also ich habe es bei einem Buchhändler hier in Bonn bestellt, aha, einer Buchhändlerin so, in Bonn. Und da habe ich es schon gehabt. Und also wie gesagt, Ingeborg Gleichauf, die ein wunderbares Buch zu eben der von dir zitierten Hannah Arendt und Karl Jaspers geschrieben hat. Und da sind wir natürlich sowohl auf Ingeborg Gleichauf als auch auf Hannah Arendt und natürlich auch den guten Karl Jaspers gespannt. Und da gibt es eigentlich auch eine Verbindungslinie. Ne? Sommerleiter hat mal gesagt, sollte eigentlich Teil der politischen Bildung sein. Dein Buch müsste eigentlich auch in Lizenz auch noch erworben werden von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja? Im Prinzip. Bei der Leipziger Buchmesse warst du ja schon dabei, ja, mit deinem Erstlingswerk. Insofern muss das jetzt zur Frankfurter Buchmesse noch gepusht werden. Bei der Sommerleiter hatten wir das ja auch gesagt, für die Zeit vor dem Mauerbau. Also es werden immer so diese Flüchtlingsgeschichten erzählt nach dem Mauerbau. Aber so die Zeit vor 61, die wird auch so ein bisschen vernachlässigt, literarisch. Ja. Und da hatten wir ja das Gespräch in der vergangenen Woche. Ja. Ja, also insofern sieht man schon so einen kleinen roten Faden. Ja, ja. Und Kreise schließen sich. Ja, genau. Ja. Ja, viel Erfolg für das Buch. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Aber man darf ja trotzdem noch Eigenwerbung machen. Ne? Im Klingenverlag erscheint ja demnächst auch noch ein weiteres Buch. Ne? Ja, von einem mir mittlerweile liebgewonnenen Autor. Gunnar Sohn. Genau. Und, also und Lutz Becker. Ja. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? Genau. Das ist ein interessanter Gesprächsband. Ja, genau. Ja. Ja. Siehst dann sind wir gespannt. Bisschen Eigenwerbung. Und drei Könige sitzen hier. Ja. Also wir gucken mal, was wir draus machen. Genau. Dann machen wir auch nochmal eine Lesung. Ne? Ja. Komm, ziehen wir den Lutz noch dazu. Ja. Ja. Und dann gehst du nach da und der Gunnar geht da. Genau. Dann müssen wir antworten. Ja. Genau. Der Lutz und ich. Ja. 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 Das war's. Das war's. Man hört, sieht und streamt sich dann wieder nächsten Samstag, glaube genau. ich. Genau. Ne? Sind wir wieder um 19 Uhr dann auf Sendung. Ja. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.